Ja, Tag, ne, meine Damen und Herren, und alles, was so rumfleucht, bla bla bla. Also, wir hatten ja eben eine Pressekonferenz, ne? Also, ich wollte Ihnen ja mitteilen, warum der Lothar, also der Wieler, so nädelt. Ne? Also, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich habe mal so in der Nachbarschaft rumgeschaut und also haben viele Schnupfen. Also, da nehme ich an, dass der Lothar, also der Wieler, das auch hat. Ne? Damit hat sich auch die Frage nach den genauen Daten und Zahlen gelöst, die ich ja das letzte Mal noch hier gestellt habe. Ne? Jetzt haben wir die genauen Zahlen, also nicht wir, aber der andere. Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Das ist immer so, aber das staunen Sie. Aber das machen wir jetzt also so, weil wir selbst eigentlich nichts wissen. Ne? Der Herr Dahmen von den Grünen, der kann sich ja nicht ausdenken. Ne? Also, ich meine, der Herr Dahmen, also Witz muss auch mal sein. Ne? Die Grünen kennen ja mittlerweile überall. Ne? Ja, und meine Damen und Herren, wir wissen also nichts, wie viel Faxgeräte sind kaputt und Aushilfen. Also, können der Mausezeichen nicht und ja, noch nicht. Wir haben jetzt auch schon mit der Einarbeitung begonnen. Ne? Da gibt es ja auch nur Nullen und Einsen, das ist wie mit dem Computer, also so ähnlich, und das hat geeignet. Aber weiter im Text, wir haben so eine neue Taktik, wir schauen einfach in unsere Nachbarländer, was da so ist und was die so messen, und dann übernehmen wir das in unsere Praxis. Also wir übernehmen dann einfach. Und weil, warum soll das bei uns anders sein als bei den Franzosen oder so? Das kann ich auch in anderen Bereichen Schule machen, ne? Beispielsweise die Atomkraftwerke, da hätten wir den Mist mit dem CO2 gelöst. Da schauen wir jetzt einfach nach Frankreich, und da zeigt sich doch, dass Atomkraft super ist. Wenn die es machen, dann können wir das doch auch, oder? Na, also, was die Menschenrechte angeht, das können wir uns von China abschauen. Ne? Da gibt es eine gute Datenlage, die wir übernehmen können, und wir können also diese Impfpflicht hier einfacher einführen. Also, abschauen ist also das neue Selbermessen. Ne? Das spart außerdem eine Menge Geld und Personal, und das können wir dann in den Gesundheitsämtern ja wieder einsetzen. Nicht? Also, eine Win-Win-Situation, wenn Sie wollen. Kurzum, ich hoffe, ich konnte die Unsicherheit zur unklaren Datenlage jetzt beruhigen und empfehle es uns gleich zu tun, einfach mal den Blick in die Nachbarschaft richten und gucken, was die so machen. Ne? Und deshalb haben wir jetzt auch ein neues Motto: sei schlau und bleib dumm. Ne? Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal, Ihr Gesundheitsminister. Ne?